Ja, ich sage an der Stelle noch einmal Hallo, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Survive-Stream. Also hier für YouTube nochmal Hallo. Bei Twitch ist, bei der, genau genommen bei der PS4 ist gerade das WLAN abgekappt, beziehungsweise das LAN-Kabel. Fragt mich nicht warum. Und ich habe den Stream deswegen jetzt neu gestartet. Ja, heute wollen wir uns durch die U-Bahn prügeln. Wir müssen da gleich sprengen und dann müssen wir uns durch die U-Bahn kämpfen mit kaum Ausrüstung. Und wenn ich kaum sage, dann meine ich kaum. Ich habe auch nicht die Möglichkeit, irgendwie hier mir was zusätzlich zu holen. Wir haben hier vorgegebene Ausrüstung. Ich kann da nichts ändern. Das wird bestimmt schrecklich. Ich habe auch, außer an der Pistole selber, keine Taschenlampe. Ich werde hauptsächlich mit der hier jetzt gleich kämpfen. Da habe ich jetzt zum Glück eine Taschenlampe dran. Und eventuell mit das hier. Ja, das kann was werden. Ich würde einfach sagen, Bombe nehmen, an die Wand, beten. Was muss ich nochmal eingeben? Ready to blow up that fucking wall blocking access to the subway. Approach the wall, place the C4 more or less in the center. The mobile network is gone. That phone is useless. You'll have to trigger the bomb manually. Okay, try not to fuck up. Set the countdown and then press asterisk to confirm the trigger. Oh, don't forget to get out of there. Ach so, ich sollte einfach nur einen Countdown setzen. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu hoch die Zahl gesetzt. Ja, in 100 Sekunden geht das Ding hoch. Ich hätte es vielleicht auf 20 setzen sollen. Halt mich mal bereit, falls da instant was kommt. Ja. Okay, ich habe erstmal eine Party hier. Sind die intelligent genug, hier hochzukommen? Wenn nicht. Also es erstmal aufräumen. Boah, ich sehe einen Scheiß auf der Karte, ne? Da rein muss ich. Hier kriege ich noch mal ein bisschen was geschenkt. Ich nehme am besten alles mit, was ich finden kann. Aufgeräumt habe ich hier ein bisschen gerade. Ich gucke nur, ob hier vielleicht noch das ein oder andere Ausrüstungsding liegt. Wie zum Beispiel die hier. Ist von der Magnum. Aber ganz ehrlich, besser als gar nichts. Das war es auch schon an Ausrüstung. Ja, wie gesagt, besser als gar nichts, ne?
Haben noch eine nicht kaputte Axt. Nehme ich mal in die rechte. Solange sie keinen Helm haben, versuche ich die mit der Axt zu erledigen. Ich versuche Munition zu sparen. Shit! Why the fuck is that train buried? Fuck, fuck, fuck! Calm down. Let me think. Look, the station you got off at is terminus. So there should be a train depot downstairs. Once you find it, follow the back tunnel that should lead to the next station. From there, you should be able to get back to the main line. Sending position. Wo muss ich schon wieder so tief? Oh, hier ist Ausrüstung. Oh, hier ist eine leckere AK. Da ist ein Bogen drin. Das Spiel hat mich gerade eben verstanden, als ich gefragt habe, Shotgun. Ich muss wirklich mich hier durchkämpfen. Das Gute ist, es gibt nur einen Weg. Subway line should still be active. You can use it to move around and get here. So many memories of that place come to mind. Dunkel. When things were still normal, when everything's still made back. She was everything to me. My world, my balance, my reason. Nothing matters anymore. Only the cure counts. This is my purpose, and I will sacrifice everything to achieve it. Boah, ich sehe den scheiß Punkt nicht. Ey, ich sag euch, der erste ne Sprinter oder der da von hinten kommt, der reckt mich weg. Ich sehe einen Scheiß, ne? Zeig ich mir wenigstens den Kackpunkt. Hier muss ich das jetzt auch wieder wörtlich nehmen, alles umzunieten, was in Sichtweite ist. Na, da vorne wird es wenigstens ein bisschen heller. Ich hasse das, wenn man nichts sehen kann. You're almost at the train depot. Be careful down there. Ja, danke. Danke für die Info. Dass ich vorsichtig sein soll.
Ach komm. Okay. Es klingt nicht so, als ob ich hier schon alle erledigt hätte. Aber hier ist das Safe House. Und folglich auch mein Upgrade. Wahrscheinlich liegt es in dem Zug. Ach, da. Ja, komm, latsch da durch. Danke. Erstmal untersuche ich den Zug. Und hau mal jedes Fenster kaputt. Ah, vom Prinzip her AK-Munition. Sogar Explosive. Ich hatte sogar recht, hier liegt instant das Buch. Explosive AK-Munition. Mehr war hier offenbar auch nicht. Gut, Upgrade hätten wir dann direkt schon eingesammelt, ne? Irgendwas sollte ich hier tun. Ich glaube, ich soll da das öffnen. Entweder das oder hier einen Hebel ziehen. Oh. Nur für mich? Ja, das nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Ich habe einen Footballhelm jetzt auf. Die nehme ich gleich mit. Upgrade für das Kapitel haben wir ja schon. Ich weiß, dass da einer um die Ecke gammelt. Okay, bisher ist das eins der einfachsten Kapitel. Einfach nur geradeaus gehen.
Ach, jetzt bin ich am. Nee, hier oben. Okay. Und ich soll da runter. Ich sehe jetzt nicht, dass hier irgendwas rumkreucht. Many tunnels are closed. The security lock must have been triggered on the entire metro network. We have to find the one leading to the next station. I can unlock the closed gates one at a time, but in order to do so, I will have to bypass the system lock, which will trigger the alarm. The siren will attract a lot of fuckers. I advise you to prepare for the worst. Give me 30 seconds. Start preparing in the meantime. Perhaps you can unlock the safe house and find one nearby. Danke dafür. Der wird hier gleich einen Alarm auslösen. Geil. Okay. You ready? Nein. Launching the unlock command for the first gate. Ich hoffe mal, dass sie nicht von da kommen können, dann halte ich mich hier auf. Okay, sie scheinen zum Glück nur aus einer Richtung zu kommen. Beziehungsweise aus zweien. Ich habe nichts gesagt. Weiß man was? Ich klopp mich jetzt einfach mit der Nahkampfwaffe durch. Panik hier. Alter!
Wo leuchtet denn die nächste Lampe? Krieg ich mal eine Runde. Alter. Was soll ich denn da machen? Ja, sagt sich so leicht. Alter, wo ist der Scheiß? Ich kann mich nie umdrehen. Wenn ich stehen bleibe, dann bin ich am Arsch. Ja, du mich auch. Ich kann ja nicht mal stehen bleiben. Jetzt darf ich Kreise ziehen. Renn doch, du Stück Scheiße! Ist so schon schwer genug. Es macht auch keinen Sinn, die über den Haufen zu schießen. Ich habe keine Waffe, ne? Ich habe einen Bohrer. Ich kann nichts machen. Ich kann halt legit nur Kreise ziehen. Renn, du Stück Abfall von Charakter. Ja. Danke. Wahrscheinlich wieder falsch. Yes, yes, yes. I was sure this was the right time. Now run. Ja, geil. Ich räume jetzt erstmal auf. Alter. Okay, mein Inventar liegt hier. Ich würde es gerne aufsammeln. Aber ich glaube, ich darf nicht.
Ich konnte ein Magazin retten. Das muss reichen. Tür zu. Ticket, please. Aus welcher Richtung kam ich? Aus der. Ich glaube, die gammeln da alle noch. Okay, ich krieg instant eine Schrotflinte mit Sprengmunition. Was ist denn das? Ich nehme, was ich kriegen kann. Okay, straight up durch und da in dem Safe House wahrscheinlich. Das dritte Safe House kann ich mir merken. Ganz ehrlich, bei der Wumme ist sowieso egal, welche ich nehme, die Explosive oder die andere, macht kaum einen Unterschied. Folgen Sie den Kakerlaken, meinst du? Ach stimmt, die hat keinen Feuermodus. Gibt's nur eine Richtung? Scheinbar ja. Na gut, einfach jedes Safe House auf dem Weg mitnehmen, ne? Passt dann schon. Schlimmer als gerade eben kann's nicht werden. Oh, ist die Explosive. Welche von beiden ich zuerst nutze, ist ja eigentlich relativ egal. Habe ich dafür nicht das Teil? Hey, to mount them, you need to learn first how to do it. Around the city, you find some magazines about weapons. I'll show you with the white circle on the map where to find them. Ich sollte auch durch den Zug mal gucken, vielleicht liegt da ja noch die ein oder andere Waffe. Das Safe House. Im Safe House befinden sich bestimmt was Besseres als das hier.
Und vielleicht auch mehr Schrotflintenmunition. Das wäre Premium. Leer. Eine Feuerwehraxt, nix. Ein Scheißdreck. Besser als die andere Knarre. Ich mach mal sicherheitshalber Türen zu, ne? Ich darf Zug fahren. Die können 100 Pro nicht von hinten, also. Oh, ist das schön. Mach ich mal direkt auf. Da ist auf jeden Fall ein Helm für mich. Und ein bisschen Schrotflintenmunition zum Mitnehmen. Jo, was ist denn das da? Ist hier noch so eins? Was ist denn das für ein übles Katana? Ist eingesteckt. Okay, dann spielen wir mal eine Runde Rambo. Ich dachte mir schon, dass das nicht so einfach wird. Dass hier irgendwann noch ein Dicker auftaucht. Okay, hier ist so oder so blockiert, also geht nur darum. Ich muss erstmal aufmachen. Oh, lecker Donut. Ist hier noch irgendwas, bevor ich den Knopf drücke? Klaro. Brauchst du mir nicht zweimal sagen. Ach, eine Zugfahrt, die ist lustig, eine Zugfahrt, die ist schön. Ja, nächstes hat auf jeden Fall den Bauplan in TUS. Und die Türen schließen automatisch, also brauche ich mich darum gar nicht kümmern.
Wo ist der Haken? Hallo, bleib in Reichweite, dass ich dich greifen kann. Okay, Spiel, wenn ich eskalieren soll, sag es doch einfach. Ich habe gerade irgendwie Bock auf Nahkampf zu gehen. Ich weiß auch nicht wieso. Glaube ich dasselbe Gewehr, also kann ich ruhig mitnehmen. Ja. Sobald die leer ist, nehme ich den Hammer in die Hand. Den ich gerade gefunden habe, den will ich unbedingt ausprobieren. Okay, wir müssen hier irgendwo an der Station auf jeden Fall das Teil finden. Dich kann ich ja von hier aus ausschalten. Ich glaube, ich sehe schon wo. Okay, das ist leer. Schmeiße ich mal hier rein. Ich will dich ausprobieren. Bam. Bam. Ich hau einmal auf den Kopf und der platzt. Ja, komm her! Das ist ein geiles Katana. Na gut. Meine Meinung hält sich in Grenzen. Hier ist schon wieder irgendeine geile Waffe. Und hier liegt das Magazin, was ich mitnehmen will. Ja, die explosive Munition für die, die ich am Anfang weggeschmissen habe. Oh, yeah. Nehme ich mit, wenn ich gleich nichts mehr habe. Schalte dich eben kurz aus mit meinem neuen Messer. Ich kriege hier coole Nahkampfwaffen. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass es dunkel ist. Ich wollte gerade sagen, scheiß doch, greif doch die scheiß Munition. Alter, die Nahkampfwaffen, die ich hier kriege, sind einfach nur awesome.
vor allem der Hammer, ey. Klaro, ich habe eh schon alles, was ich wollte. Alter, sind die letzten Kapitel leicht und schnell. I remind all kind passengers to remain seated and hold on to the special supports. Thanks for your cooperation and have a good trip. Skin haben wir schon gefunden. Na gut, hier ist wenigstens wieder hell, ne? Außerdem habe ich zur Not Ersatzwaffen. Oh, ein Cowboy-Hut. Darf ihn nicht nehmen. Den Hammer fand ich bisher am coolsten von den Nahkampfwaffen. Alter, ist das geil. Einfach so, zack, ab damit. Das war ein Sprinter. Gut, dass der nicht reagiert hat. Ich krieg nochmal eine Taschenlampe. Wieso krieg ich denn hier eine Taschenlampe? Gut, kann sie ruhig mitnehmen. Alter, ist das Kapitel einfach im Vergleich zu dem davor. Und vor allen Dingen geht es schnell. Ich denke mal, jetzt muss ich zum erstbesten Safehouse. Dann komme ich dem Ende der Story eigentlich näher. Bin gespannt, wo wir rauskommen. Ich habe hier sogar noch eine Reservewaffe dabei.
Also wenn ich die wenn ich hier nach den Kapiteln gehen muss, das ist auf jeden Fall mein Favorite Kapitel bisher. Es ist easy. Ich muss nicht lange irgendwie was suchen oder werde über die halbe Map immer wieder mal geschickt. Einfach nur Zug fahren, alles vor und um ihn und weiter. Selbst hier das Teil war richtig easy. Oh, ich habe nur den Arm erwischt. Jetzt habe ich den Kopf. Ich habe keine Shotgun-Muni mehr. Naja, hat ja bis hierhin ausgereicht, ne? Die Alone. Weil ich das gesehen habe, ist das auch das letzte Kapitel. Gibt es hier keinen Upgrade? Also zurückfahren ist ja nicht. Ich glaube, in dem Kapitel gibt es kein Upgrade. Zumindest wird mir gerade keins angezeigt. Okay, wartet kurz. Why? Elizabeth, my daughter. You're almost there. Exit to the surface. You'll find yourself right in front of the hospital. Before everything went to shit, the infected amassed themselves there for getting cured. Be careful. There will be a lot of them. Kann ich auch irgendeine Art von Ausrüstung? Ich habe gehört, ich schaue mich jetzt durch die Kofferräume. Wie gesagt, da ist kein Upgrade auf der Karte. Es gibt keins in diesem Kapitel. Wir sind definitiv beim Finale. Einfach nur straight up geradeaus, wenn ich es richtig sehe. Gruselig, hier ist nix. Na gut, da ist was. Ich will mich hier ein bisschen umschauen, wenn hier eh schon nichts rumsteht. Weil ich könnte mir vorstellen.
dass das Ende, wo ich jetzt hinlaufe, definitiv noch richtig extrem wird. Weil ich kaufe dem Spiel nicht ab, dass das Ende harmlos wird. Da kaufe ich dem Spiel in 100 Jahren nicht ab. Da das E-Endgebiet ist, kann ich auch ruhig... Dann machen wir mal nur einen Zoom erstmal. Da drin sollte Radio Man sein. So nenne ich ihn ja die ganze Zeit. Einfach rein, nehme ich an. Okay, you finally arrived. The main entrance was barricaded when all the mess broke out. Get in there from the emergency room. Vom Notfalldingen? Alle, die ich sehe, werden instant weggeschossen. Ich muss den Eingang jetzt hierzu finden. Ich baue erstmal die hier auf. Die AK würde ich mir nämlich gern noch aufsparen. Ach, als ob. Komme ich von hier aus rein? Nee, ist auch verbarrikadiert. Hier ist ein Notfallzelt. Ich habe gerade irgendwie so hart Saints and Sinners Vibes. Alter, ich werde hier auch nochmal ausgestattet. Nehme ich mir direkt mit. Fehlt nur noch ein weiterer Schalldämpfer. You know, there are things that I haven't told you. One of them is that over these months I have conducted some tests on Dome infected. This science too, right? Some subjects have shown strange mutations, particularly an extraordinary resistance of the epidermal tissues. A particularly resistant subject still wanders below. I can't risk him entering the building. You get it, do you? Try and take him out. You'll need something that pierces his hard skin, like arrows. Better if explosive. Look around there, I had left some. Take out that son of a bitch.
Okay, ich kann auch einfach die da nehmen. Ich glaube, den soll ich umnieten, so viel wie der aushält. Alter, jetzt fall doch mal um. Alter, das ist die Ultra-Shotgun und selbst die killt den kaum. Das ist definitiv Boss-Zombie. Dieses nach vorne humpeln von dem finde ich ekelhaft. Alter, jetzt fall doch mal um! Hab ihn. Danke. Mach bitte hinter mir auch zu. So, jetzt kann zumindest nichts mehr von hinten kommen. Ja, flieg noch mehr durch die Welt. Wo ist die hin? Wieso liegt die hier hinten? Eigentlich sollte ich zuerst die AK aufbrauchen. Okay, habe ich eh schon. Leg die AK weg. Und wechsle auf die. So, ich muss jetzt dieses eine komische Ding finden. Ich glaube, erster Stock hat der gesagt.
passed down there. Now you know why I never leave this hospital. The risk is too high, and then... I'd never leave my daughter Elizabeth. Bleib liegen. Fällt euch ein, hinter mir zu spawnen. Oh, ein MRT. Dieses Rumgetrampel kann einem wahnsinnig machen, ne? Okay, Röntgen. Oh, noch mal ein bisschen AK-Munition. Die geht mir ja echt nicht aus. Doppel-AK. Ach, da oben muss ich hin. Okay, ich muss einen anderen Weg nach oben finden. Wusste ich doch, dass ich wen gehört habe. Ich habe zwei AKs, ich brauche die nicht. Okay, die Tür kann ich nicht öffnen. Wahrscheinlich hier drüber. Goro, Gadgetto Arme. Oder Gum-Gum, Akai. Kann man auch so sehen. Jedenfalls habe ich einen Gummiarm. Okay.
Ich frage nicht, warum ich da bohren muss. You got to the elevator. Now go up to the fourth floor. Hier sieht alles sehr sauber aus. Ich glaube nicht, dass hier oben irgendwas rumspukt. Ganz ehrlich, ich mach mal so, dann sehen wir mehr. Muss ich nur noch diese Probe finden. Ah, da. Ich sehe es schon. Passt auch gerade so ins Inventar. Ich habe einen weißen Bildschirm. Ich kann mich nicht bewegen, ne? Ich kann nichts machen. Ich werde, glaube ich, gleich gefressen. Jo, ich werde gegessen. Oder auch nicht. Survival of the human species is at stake.
you know? And I'm close. You have to believe me. I almost did it. I was sure that the vaccine test on you would finally give me the desired results. There was a bond with you that I never felt with the others before you. You understand my goal, indeed. Our goal. I wouldn't have given you a dose of V1B3 if I weren't sure this was the right time. But your body has already started mutating. I'm so sorry. I mean it. But thanks to you, I finally understand what hasn't worked so far. The next vaccine will be perfect, and finally, I will be able to cure my little Elizabeth. Yeah. That's part of the things I didn't tell you. I couldn't kill her. I kept her isolated from the rest of the world here with me, safe from everyone. What kind of parent would kill his own daughter? But every day that goes by, her body irremediably rots more and more. And any hopes to save her disappear as the hours go by. Do you understand why I can't stop in front of anything? I've never been good with goodbyes. You can find a gun in the trunk. I'll leave you alone. Gibt nur einen Ausweg, ne? Tja, Leute, das war's. Entschuldigung, musste niesen. Damit haben wir das Spiel abgeschlossen. Und für den Penner habe ich mich durch die Weltgeschichte gekämpft. Was für ein Drecksack. Okay, das Ende kam schon unerwartet. Ich habe jetzt zuerst gedacht, okay, wir wandern dann gemeinsam weg. Oder irgendwas in der Art. Aber der hat mich ja wirklich verarscht. Der hat so gesagt, hey, komm her. Ich brauche deine Hilfe. Und dann hat er mich am Ende mit dem Virus angesteckt. Der hat mir das Serum dazu einfach verpasst. Also das Ende war auf jeden Fall überraschend. Also ich hätte mir schon denken können, dass der uns verarschen will. Das wäre Option 2 gewesen, aber trotzdem. Ein krasses Ende. Habe ich nicht mitgerechnet. Ich fand es cool, dass wir ihn halbwegs gesehen haben, den Radio Man. Wirklich so ganz dezent. Ich muss auf jeden Fall sagen, dieses Spiel hat mir ultra Fun gemacht, auch wenn die Kanalisation definitiv zum Kotzen war. Ich habe jetzt wirklich hier, das ist für YouTube, ich habe jetzt hier 3 Folgen am Stück so gesehen durchgezogen. Also, ja. Ich denke mal, einen weiteren Stream würde es nicht geben, weil diesen Herausforderungsmodus würde ich, wenn, nur mit Sunny zusammen machen und ich weiß, dass der nicht mehr so wirklich Lust auf Survive hat. Aber wie gesagt, geiles Spiel. Gemeinsam wäre das Spiel wahrscheinlich nochmal 10-mal geiler gewesen und wahrscheinlich wäre ich auch schon längst durch. Der Bereich war vor allen Dingen krass.
Ich kann jetzt nichts anderes sagen als genießt die Credits. Genau dasselbe werde ich tun. Und von der tiefe Geschichte, das Spiel. Ich kann es nur weiterempfehlen. Es ist ein bisschen Geld wirklich wert. Ich denke mir, die Credits, die gehen jetzt auch nicht besonders lang. Ich hoffe übrigens, dass der Song nicht Copyright geschützt ist. Oh, wie süß. Das ist wahrscheinlich seine Elizabeth. Ja, da steht es auch. My little Elizabeth. Und da sind wir im Hauptmenü. Wir haben alles erreicht, was man in dem Spiel erreichen kann. Die Story haben wir durchgespielt. Wir könnten allerhöchstens den Überlebensmodus einmal daddeln. Beziehungsweise den Herausforderungsmodus, aber wie ich bereits sagte, den würde ich nicht alleine starten. Mich interessiert. Mich hätte interessiert, ob die explosive Ammo dann hier auch so im Startmenü liegt, weil ich das nie nachgeschaut habe. Aber wie gesagt, das war ein packendes Ende. Ich habe dieses Spiel sehr genossen. Ich empfehle es weiter. Ich kann, wie gesagt, Sunny einmal fragen, aber ich bezweifle, dass das was wird. Ich sage dann an der Stelle einfach mal, wenn es euch gefallen hat, bei YouTube ein Abo und ein Like da lassen, auf Twitch ein Follow. Und das war's dann soweit mit Survive. Eventuell gibt es noch den Herausforderungs- und den Überlebensmodus. Ich fragte, wie gesagt, Sunny. Für YouTube blende ich hier ein, was die Antwort war. Aber von YouTube verabschiede ich mich an der Stelle von Survive. Euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht.